Ja, nach allem, was wir jetzt wissen, zeichnet sich ein Ja bei diesem Referendum ab. Es dürfte zwar relativ knapp sein in der Türkei selber, aber insgesamt doch eine souveräne Entscheidung, die in der Türkei getroffen wurde, des türkischen Volkes. Das gibt natürlich zu denken, weil damit eine Entscheidung in der Türkei getroffen sein wird, die bedeutet, dass sich die Türkei in ganz großen Schritten von Europa wegbewegt. Sie bewegt sich deutlich weg von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Grundsätzen, wie wir sie gewohnt sind. Also ich glaube, man muss hier ganz klar sehen, die Türkei schlägt einen Weg ein, bei dem wir in Europa sicher nicht mitgehen können. Das ist entschieden, so wie es aussieht, und auch selbstständig entschieden worden, sodass man am Ende des Tages sagen muss, das muss die Türkei auch selbst verantworten. Was man sich erwarten muss in dem Zusammenhang, ist sicher von Seiten der Europäischen Union auch eine ganz klare Antwort darauf. Man kann hier nicht nur zuschauen, und die Antwort wird wohl auch nur heißen können, kein Beitritt zur Europäischen Union, der Abbruch aller Gespräche. Ich glaube, die Türkei muss auch erkennen, dass sie sich mit diesem Schritt auch selbst hinausbewegt hat aus Europa und dass sie sich von der Europäischen Union entfernt. Aber auf der anderen Seite muss auch bei uns klar sein, mit herumtaktieren, ein wenig verhandeln und doch nicht verhandeln, wird das Ganze nicht weitergehen können. Es braucht auch eine klare Antwort darauf. Europa kann sich mit niemand einlassen, der als Nachbar sozusagen demokratische Grundsätze von sich aus frisst. Diesen Weg kann Europa nicht mitgehen. Nun, jeder 20. Wähler, 5% der Wähler leben im Ausland. Viele davon in Deutschland und in Österreich, von denen haben weit mehr für das Referendum gestimmt wie in der Heimat. Was sagt das über unsere Situation in Österreich, in Vorarlberg? Ich finde das eigentlich noch bedenklicher, weil wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann gibt es in Österreich eine klare Mehrheit für diese Verfassungsänderung. Es gibt in Deutschland eine Mehrheit über 60%. Es gibt in Belgien, glaube ich, die größte Mehrheit mit über 70% dafür. Das heißt, im Ausland sind die Türken offenbar noch mehr in der Lage gewesen, sich in diese Richtung zu entscheiden. Das stößt auf ganz großes Unverständnis natürlich. Es zeigt davon, dass wir auch in Fragen der Integration relativ weit voneinander entfernt sind. Ich glaube, die Dinge werden wir uns noch genauer anschauen müssen. Es gibt ja bei uns im Land auch eine türkische Community, auch in Wien, die offenbar ähnlich abgestimmt hat. Also das heißt, dass auch dort, auch hier bei uns, demokratische Grundsätze nicht so ankommen, wie sie ankommen sollten. Da sind schon große Unterschiede auch erkennbar. Und ich meine auch, wir haben es auch in der letzten Landtagssitzung diskutiert, das muss man schon noch einmal näher betrachten, weil die türkischen Mitbürger bei uns, die bekommen ja auch sehr vieles geboten von dem, was in der Türkei gerade abgeschafft wird. Also die Freiheit, die Meinungsfreiheit, in einem demokratischen Staat leben zu können, in Sicherheit zu sein, in einem Rechtsstaat leben zu können, sind Grundsätze, die bei uns eigentlich völlig klar sind und die jetzt in der Türkei in Frage gestellt werden, dass Menschen, die bei uns beheimatet sind und leben, vielleicht schon in der zweiten oder dritten Generation hier sind und sich jetzt persönlich von diesen Grundsätzen entfernen, ist extrem unverständlich aus meiner Sicht. Und das zeigt jedenfalls, dass in Fragen der Integration noch sehr, sehr viel zu tun sein wird. Vor allem in Fragen der politischen Bildung offensichtlich. Man kann sich ja kaum erklären, dass in Vorarlberg beheimatete Türken offensichtlich sich mit derartigen autoritären Grundsätzen ihres eigenen Staates anfreunden können und aber selbst hier in völliger Freiheit, in völlig freier Meinungsäußerung und in einer gesunden Demokratie leben, sich aber andererseits dafür aussprechen, einen autoritären Verfassungsstaat nach einem Präsidialsystem jetzt Muster Erdogan aufzubauen. Also das löst bei mir schon ein gewisses Kopfschütteln aus. Und da muss ich schon sagen, da treten schon Unterschiede zutage, die werden uns schon noch beschäftigen.